Herzlich willkommen, Toni Bauer. Hallo nochmal. Danke dir. Bitte. Ach, guck mal, da entwickelt sich hier schon eine kleine Fanbase, glaube ich. Das ist wichtig für die nächsten Wochen, denn da kommen noch ein paar Shows. Ich habe letzten Freitag zusammen in größerer Runde geguckt mit Freunden. Und da war auch tatsächlich ein chronisch krankes Mädchen dabei. Auch kleiner gewachsen als all die anderen. Und die hat sofort gesagt, der ist cool. Der stellt sich einfach auf die Bühne, lacht über sich selber. Ist dir eigentlich klar, was du für ein irrsinnig wichtiges Vorbild auch bist? Also teilweise ist noch unglaublich, so ein Stück weit, weil ich schon viele Nachrichten bekomme, nicht nur von Kindern, sondern auch von Eltern, die mir schreiben, wie viel Kraft ich denen eigentlich gebe. Und es, alles, was ich die ganze Zeit machen wollte, war ein kleines Vorbild zu sein, so ein kleines Licht am Ende des dunklen Tunnels, um allen so ein Stück weit zu zeigen, dass man, egal mit welchen Widrigkeiten man auf die Welt kommt, dass man trotzdem alles machen kann, was man möchte. Und irgendwie bin ich gerade in der privilegierten Lage, das so durchzusetzen. Und es ist unvorstellbar. Ich habe eine Sprachnachricht auf dem Handy, wo ein kleines Mädchen einfach reinspricht und sagt, Toni, ich habe auch ein Kabel. Und immer wenn ich nicht weiter weiß und wenn es mir auch mal schlecht geht, dann höre ich mir das an und dann weiß ich, warum ich eigentlich alles mache. Und du weißt ja, du hast ja eine Ahnung, was für Geschichten dahinter stecken können, wenn jemand sagt, Toni, ich habe auch ein Kabel. Du kannst dich heute noch ganz genau an den Zeitpunkt erinnern, als dein Dünndarm aufgegeben hat. Ne? Du warst 8 Jahre alt, weißt noch genau, wie viel Uhr es war, was da los war. Wie muss ich mir das vorstellen? Es waren Sommerferien, 23.11 Uhr. Und ich habe PlayStation 2 gespielt, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und da gibt es ein Level mit Dementoren. Das habe ich gerade gespielt und habe ganze Zeit verkackt. Darf man das sagen eigentlich? Die Frage stellt sich jetzt bereits nicht mehr. Okay, der jetzt ist vorbei. Also. Darf man sagen. Okay. Und dann war von einem auf den anderen Moment brutale Bauchschmerzen? Genau, ich bin dann schlafen gegangen und dann habe ich von jetzt auf gleich unfassbar krasse Bauchschmerzen entwickelt und konnte nicht mehr schlafen und habe meine Mama geweckt und habe gesagt, ich habe Bauchschmerzen. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und die haben euch nach Hause geschickt. Dreimal nach Hause geschickt, weil die im Krankenhaus dachten, oder der Arzt, der gerade behandelt hat, quasi gedacht hatte, dass es einfach Bauchkrämpfe sind. Und erst beim dritten Mal, als er mich gefragt hat, möchtest du gerne hier bleiben über Nacht? Und ich gesagt habe, ja, war es so, dass ich dann da bleiben durfte. Und dann ging die ganze Scheiße ja erst los mit Verlaub. Operation, fehlgeschlagene Transplantation, dreimal Koma? Dreimal Koma, ja. Wie lange insgesamt warst du im Koma? Beim ersten Mal waren es mehrere Monate, als die Krankheit quasi ausgebrochen ist. Beim zweiten Mal war es eine kurze Dauer. Das war wegen eines Vitaminmangels, weil ich mir keine Fette gegeben habe, weil meine Leberwerte einfach nicht gut waren. Und beim dritten Mal auch wegen Vitaminmangel. Da war ich 17 Jahre alt, da war es auch länger. Ich glaube, waren auch mehrere Wochen. Die dann einfach fehlen in deiner Erinnerung. Das ist so wie ausgelöschtes Leben oder hast du ein... Nee, ich habe schon Erinnerungen. Also auf jeden wirkt es ja ein bisschen anders. Und von den ersten beiden Malen weiß ich nicht mehr so viel. Aber beim letzten Mal war es so, dass ich geträumt habe, dass ich sterbe. Und ich bin immer auf irgendeine andere Art und Weise gestorben. Und wenn ich dann gestorben bin im Traum, hat ein neuer Traum angefangen, in dem ich wieder gestorben bin. Du hast eben erzählt, was ich auch beeindruckend finde, dass du mit 8 Jahren auch gesagt hast, ich möchte auch eigentlich sterben, ich möchte nicht mehr leben, ich habe gar nicht mehr die Kraft dafür. Jetzt gehst du auf die Comedy-Bühnen. Dein erstes Soloprogramm heißt Fallschirmspringer. Mhm. Und das hat ganz viel damit zu tun. Warum heißt es Fallschirmspringer? Am Anfang hatte ich den Katheter, den ich in der Brust habe, der war im Hals. Ja. Und als es dann, als es quasi operiert wurde, als es dann wieder in der Brust war, war meine Mama da. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, jetzt bin ich ein richtiger Junge. Jetzt kann ich wieder alles machen, egal was. Und der Chirurg, der mich operiert hat, ist an meinem Zimmer vorbeigelaufen und hat es gehört. Und es war so ein zynischer Typ, so ein alter, graumelierte Haare, Hauch von Rotwein in der Luft, ihr wisst es. So einer. Aber ein Profi. Aber ein Profi, die Besten sind es. Und er kam rein und hat es mitbekommen und hat mich angeguckt und hat auf meinen Oberschenkel getätschelt und hat gesagt, Toni, du bist jetzt ein Fallschirmspringer. Das, was du da hast, das ist dein Fallschirm. Du musst sehr gut darauf aufpassen. Hat wieder auf meinen Oberschenkel getätschelt und ist rausgegangen. Mhm. Und ich wusste, mit 8 Jahren hat er mir gerade erklärt, dass ich nie wieder gesund werde.
Und deshalb ist es so eine Hommage an die damalige Zeit, wie es damals war und wie es heute ist. Du hast es gesagt, es ist alles möglich, auch trotz dieser Geschichte. Und hast, was ich aber trotzdem kurios finde, erst vor 2 Jahren entschieden, ich kippe das Studium, ich werde Comedian. Ja. Ich mache das jetzt beruflich. Ja. Was, wir erinnern uns mal, mitten in der Pandemie eine ziemlich bekloppte Idee ist, weil es eigentlich keine Bühnen, keine Clubs, kein Publikum gab. Es gab gar nichts, Steffen. Das ist, als würdest du in der Wüste sagen, ich werde jetzt irgendwie Langstreckenschwimmer oder so. Es war unglaublich. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte nicht viele Möglichkeiten. Ich war einfach so ein klassischer Versager, weißt du? Also, ach, komm. Nee, wirklich, ich war der Student, der nie hingegangen ist. Ihr wisst ganz genau, so einer, ich hätte damit nichts verdienen können. Und dann war meine Idee, ja komm, ich habe so Kevin Hart geguckt und Eddie Murphy und so und dachte mir, komm, jetzt mache ich Comedy. Und dann bin ich zu meinem guten Freund gegangen und habe zu dem gesagt, ich werde jetzt Comedian. Und dann hat der zu mir gesagt, kauf dir erstmal ein Buch. In seiner Welt hat ein Comedian ein Buch, in dem er Witze schreibt. Und dann bin ich am nächsten Tag hingegangen, habe da Witze reingeschrieben und dann habe ich meine Freunde eigentlich beballert mit schlechten Gags jeden Tag. Und irgendwann war dann die erste offene Bühne, da bin ich draufgegangen, dann war gut und jetzt Let's Dance. Sind die Bühnen aber echt sehr schnell sehr groß geworden und wenn du erstmal Dancing Star bist, mein Lieber, dann kannst du die Tournee aber in die großen Hallen umbuchen, da bin ich aber sehr, sehr sicher.